Kurzer Überblick zur Ritualtherapie. Die Ritualtherapie ist Teil der Integraltherapie. Bei der geht es um die Ganzwerdung vom Seienden und Sein, also von Ich und der Welt. Zwischendrin haben wir die Gesellschaft, die Mitmenschen, seinen Lebensraum. Bei der Ritualtherapie, also Teil der Integraltherapie, geht es zunächst einmal darum, dass wir erkennen, dass unser Leben aus Gewohnheiten besteht, aus Ritualen. Es beginnt in der Früh, der Wecker läutet, wir machen Kaffee, wir greifen zur Zigarette und so geht das den ganzen lieben Tag. Am Abend oder in der Freizeit werden heute dann halt sehr häufig die Handys bemüht. Oder Fernsehtherapie, also Fernschauen, das ist ja sehr beliebt. Das ist so eine Art, wenn man da in die Glotze guckt, ein Versinken im Hier und Jetzt. Aber diese Rituale sind größtenteils nicht heilsam, nicht förderlich, sondern eher halt destruktiv, dahingehend, dass wir uns dadurch ja nicht sammeln, nicht zu uns hinführen, sondern wegführen, uns zerstreuen. Das heißt, auch unser Gehirn überladen. Es sind also unser Leben geprägt von Unmengen an schlechten Gewohnheiten oder schlechten Ritualen. In der Ritualtherapie geht es also darum, konstruktive Rituale in sein Leben aufzunehmen, regelmäßig auszuführen. Bei dieser Ausführung ergibt sich dann eben eine Bewusstseinstransformation, zusätzliche Erfahrungen. Also das Ritual hat ja die Eigenschaft, dass wir Dinge vertiefen und durch diese Vertiefung dann ein neuer Blick entsteht. Man nimmt nur mal her das Üben eines Instruments. Es gibt daher auch die Musiktherapie. Das Lernen von Noten schon. Also man konzentriert sich auf den Klang von Noten, erinnert ein bisschen an die buddhistischen Klangschalen und über diese Noten gelangt man in einen denkfreien Raum, wo eben Platz ist für neue Bewegungen der Psyche, auch der Sinne und des Geistes. Die Ritualtherapie schließt auch an säkulare Methoden und wie zum Beispiel das Mantra. Ja, das Mantra ist ein wiederholendes Gebet oder einfach nur eine Strophe oder Zeile singend oder sprechend. Manche verwenden das Mantra nur als geistige Übung, also sprechen es nicht laut aus. Andere tanzen dazu. Also die Mantra-Therapie ist im Zuge meiner psychologischen Tätigkeit immer wieder im Spiel. Es gibt andere Methoden, andere Rituale, die dann auch noch inspiriert wurden von alten Religionen, aus dem Schamanismus und so weiter. Aber grundsätzlich ist es auch eine Art Verhaltensmodifikation. Das heißt, es gibt ein Ritual, was ich jetzt vor kurzem, gestern wieder empfohlen habe einem Klienten. Es heißt das falsche Ego. Was bedeutet das? Das falsche Ego ist etwas, das immer vorausplant. Das Ego sagt, ich fahre jetzt in meine Praxis. Unterwegs ergibt sich ein Stau. Was passiert mit dem falschen Ego? Es ist enttäuscht, es ist frustriert, es ist unglücklich. Es will die Zeit aufholen und sagt, ja, ich fahre jetzt schneller, geht wieder nicht, es passiert wieder etwas, es ergibt sich kein Parkplatz, es ist die nächste Frustration. Das falsche Ego sagt, ich mache jetzt dieses Video hier fehlerfrei. Es bedenkt nicht oder weiß nicht, was da alles schief gehen kann. Es funktioniert nicht, man ist wieder frustriert. Also das heißt, ein Ritual, um von diesem falschen Ego wegzukommen, um in eine bessere Ich-Konstitution zu gelangen. Und für dieses und vieles mehr
hilft die Ritualtherapie. Wir begegnen auch ihr in den Büchern des Lebens, vorrangig in meinem Opus Magnum, meinem Liebesroman, aber auch Erleuchtungsgeschichte, nämlich Chai und Baklava. Und gleich das erste Kapitel handelt von dem jungen Protagonisten, Bald Güner, türkischstämmig, der als Nebemann, als Frauenheld und Partylöwe genug hat vom ausschweifenden Leben und sich dann, wie er es regelmäßig tut, am Gut seines Onkels Yusef sich zurückzieht und dort eben eine Katharsis durchlebt mit Ritualen, die wir dann nach und nach kennenlernen, von Kapitel zu Kapitel in dem Roman, wo es auch um ganz andere Dinge geht, aber nebenbei. Und ja, er kommt dann heraus aus diesem Gut, aus dieser Katharsis, gelegen am Groß-Rußbach, also ein sehr bezeichnender Name, und kommt da heraus und ist offen für die Welt, ja, und erfährt sofort sinngebende Zeichen. Also seine Wahrnehmung ist auf einem ganz anderen Level. Und diese sinngebenden Zeichen führen ihn letztendlich bis nach Indien, nach Kaschmir, wo sich dann sein Schicksal offenbart, wo er seiner großen Liebe begegnet und wo die Fäden alle zusammenlaufen. Die Integraltherapie ist, wie wir schon jetzt sehen konnten, nach allen Seiten offen. Man könnte sagen, auch nach oben hin. Also es geht wie in der Integraltherapie, geht es bei der Ritualtherapie mitunter oder im Wesentlichen schon auch um die Ganzwerdung von Seienden und Sein, also des Menschen mit der Welt, mit seiner Umgebung. Und diese Umgebung macht ja nicht bei den vier Hauswänden Halt oder in unserer Gesellschaft, sondern betrifft die Menschheit an sich, die Spezies des Homo sapiens mit seinen Eigenheiten, aber auch natürlich den ganzen Planeten und darüber hinaus Kosmos, Weltall, ja, das Sein. Und da kann die Ritualtherapie dann natürlich auch in Gefilde führen, die wir gemeinhin als ontologisch, tiefenpsychologisch oder metaphysisch bezeichnen. Eine systemische Selbstorganisationstherapie oder Systematik, die sehr viele Komponenten umschließt, aber in der Ausführung und in der Praxis möglichst einfach, simpel ist und nur ganz wenigen Hinweisen, Anweisungen bedarf, um sie eben in der Praxis, im Leben zu integrieren und damit erfolgreich zu sein. Am besten beginnend mit den Büchern des Lebens, inklusive 77 parametrische Größen oder Formeln, Integralformeln, die uns immer wieder aus einer anderen Perspektive begegnen und uns über die Ritualtherapie auch im Zuge dessen zu einem Weltbild verhelfen, was eben offen ist und nicht geschlossen, auch nicht nihilistisch, das heißt Anti-Orientierung, sondern uns Orientierung geben, aber in einem offenen, systemischen, selbstorganisatorischen Rahmen, der sehr kompatibel ist für eine Vielzahl an Beschwerden, seien es Gemütskrankheiten, Burnout, sei es neurotische, psychotische Beschwerden von bipolaren Störungen oder Depressionen bis hin zu Identifikationsschwierigkeiten und Organisationsschwierigkeiten mit auch dem Unbehagen in der Moderne, wie man sagt. Also die Ritualtherapie ist auch eine Kulturtherapie und ist ein universales Mittel für die Beschwerden unserer modernen Zeit.